Hallo und herzlich willkommen am virtuellen Infostand vom Projekt MindZone. Vielen Dank für all die Einsendungen eurer Fragen. Wir haben uns entschieden, heute das Thema GHB, GBL näher unter die Lupe zu nehmen und dort eure Fragen zu beantworten. Vielleicht kurze Hintergrundinfo zur Substanz. GHB kennen wir bereits seit den 60er Jahren. Vor allem in der Anwendung als Narkosemittel wurde es sehr viel erforscht, auch zur Entwöhnungstherapie bei Alkohol. Wenn euch das näher interessiert, googelt einfach mal Alkoba-Sirup, dann bekommt ihr quasi den Beipackzettel von der medizinischen Anwendung von GHB. Doch interessanter ist es eigentlich bei uns eben als Rauschdroge, als Feierdroge, weil es auch dort seit den 2000er Jahren eine große Verbreitung gefunden hat. Vielleicht mal ganz kurz zum Wirkspektrum. GHB ist eine körpereigene, also eine endogene Substanz, die auch selbst von euren Körpern produziert wird und eben der Krankenhausstoff dockt an dieselben Rezeptoren. Also wenn wir GHB von außen zuführen, wirkt das eben an denselben Rezeptoren. In einer niedrigen Dosis haben wir hier einfach antriebssteigernde Effekte, also die Leute fühlen sich wacher, kommunikationsbereiter, Hemmschwellen sinken langsam ab. In einer mittleren Dosis stellen wir dann schon stark enthemmende Effekte fest. Sprich, sexuelle Lust kann gesteigert werden, Berührungen werden intensiver empfunden, Farben können anders empfunden werden, Geschmäcker anders empfunden werden und das Gefühl oder das Bedürfnis nach Nähe, nach Kommunikation, nach Austausch wird nochmal deutlich erhöht. In hohen Dosen hat die Substanz eine sehr narkotische Wirkung. Bei wirklich schlimmen Überdosen kann das Ganze auch mit Koma enden, mit Koma oder Tod und ja, einer Atemdepression. Von daher vorsichtig bei der Dosierung. Vielleicht hier jetzt nochmal auch der Schritt und die Fragen, die ihr uns zugeschickt habt. Erstmal eben, wie wirkt GHB? Da habe ich jetzt kurz eben was dazu gesagt. Viel interessanter für uns ist eigentlich GBL. GHB ist eben vom Arzneimittelgesetz belangt und ist eigentlich in der Szene nirgendwo anzufinden. GBL wird aber eben auch als Graffiti-Reiniger, als Bremsenreiniger verkauft, ist ein wichtiger Vorstoff der Industrie, kann also quasi auch nicht verboten werden und ist von daher relativ leicht zugänglich. Und dieses GBL wird eben häufig auch Leuten verabreicht, ohne dass diese es wissen oder wollen. Dort versuchen hauptsächlich Jungs eben diese enthemmenden Effekte auszunutzen und Mädels häufig mal gefügiger zu machen. Das ist ein altbekanntes Problem, dem wir immer wieder mit Schock gegenüberstehen. Wie kann man sowas machen? Man gibt niemals irgendjemandem eine Substanz ohne dessen Wissen. Das geht mal gar nicht. Und nochmal, die Hintergrundabsichten sind auch äußerst verwerflich. Also shame on you. Aber gut, es passiert. Nur wie kann man sich davor schützen? Das ist die große Frage. GBL ist sehr potent, das ist eine durchsichtige Flüssigkeit mit leicht salzigem Geschmack, die man aber nicht unbedingt jetzt aus Getränken herausschmecken kann. Sprich, wenn das jemand in euer Glas eben 1,5, 2 Milliliter dort mit reintut, dann werdet ihr das nicht unbedingt rausschmecken. Schon gar nicht, wenn ihr mit Freunden unterwegs seid, wenn ihr die Clubatmosphäre oder Festivalatmosphäre genießt, dann habt ihr eben eine erhöhte Gefahr, auch hier ein Opfer des Missbrauchs zu werden. Um diesen Missbrauch eben vorzubeugen, gab es vor gar nicht allzu langer Zeit eben das Xanthos Drink Check Bändchen. Dieses Bändchen wird auch über Müllermarkt, DM und sonst irgendwo verkauft. Wir waren da am Anfang auch schon recht nah an den Produzenten, an den Herstellern mit dran. Am Anfang gab es noch zwei Testfelder, eins für GHB und eins für Ketamin. Wir haben das auf Herz und Nieren getestet bzw. testen lassen und waren gar nicht damit zufrieden. Auf GHB hat es angeschlagen, auf Ketamin hat es sogar bei dreifachen Dosen nicht angeschlagen und auch das Ergebnis bei GHB ist im Clublicht äußerst schwer zu sehen. Dieses Bändchen wurde jetzt verändert, Ketamin haben sie aus dem Test rausgenommen, jetzt gibt es nur noch zwei Testfelder quasi für GHB. Allerdings muss man jetzt nochmal sagen, zur wirklichen Relevanz in der Szene zum Erkennen sind diese Bändchen absolut nutzlos. In der Szene haben wir so gut wie gar kein GHB. Alles, also sehr, sehr hoher Anteil ist immer GBL. Auch die Date Rape Drug oder eben das, wo das Leuten unwissentlich verabreicht wird, ist eigentlich immer GBL die Substanz, die zählt. GBL wird auf diesem Bändchen nicht detektiert. Von daher, dieses Bändchen hat höchstens noch einen präventiven Charakter, da es sich aber auch mittlerweile großräumig rumgesprochen hat, dass dieses Bändchen nicht funktioniert in der Praxis und nicht sicher euren Drink anzeigen kann, ob da noch was beigemischt wurde oder nicht, raten wir strikt von der Verwendung dieser Bändchen ab. Spart euch das Geld, passt auf eure Getränke auf, lasst eure Getränke niemals alleine unaufsichtig stehen, redet mit euren Freunden, geht zusammen, kommt zusammen, passt aufeinander auf
und stay safe. That's it. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schickt mir gerne weiter Fragen ein. Ich freue mich darauf, diese zu beantworten. Es grüßt euch Dr. Schepper. Hallo, ich nochmal vom virtuellen Infostandprojekt Mainzau. Ganz kurzer Nachtrag noch. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich feststelle, dass mir oder einem Bekannten, einer Freundin wahrscheinlich was in den Drink gekippt wurde, was die Person gar nicht wusste und schon auch nicht wollte? In diesem Fall rate ich euch definitiv, bleibt zusammen, ruft entweder direkt einen Krankenwagen, wenn starke Einschränkungen, Bewegungen oder sonst irgendwo da sind, wenn die Gefahr besteht, dass diese Person wirklich medizinische Hilfe braucht, weil GHB und Alkohol potenzieren sich gegenseitig, also GBL genauso. Diese Wirkung verstärkt sich gegenseitig, von daher können dann auch relativ schnell komatöses Schlafen oder auch wirklich Koma mit Atemdepression stattfinden. Wenn ihr euch unsicher seid, ruft immer sofort einen Krankenwagen. Sonst bringt diese Person oder euch selber, schaut das ein guter Freund dabei, ins Krankenhaus und nehmt eine Blutprobe. Unbedingt. GHB, GBL wird sehr, sehr schnell metabolisiert, also in eurem Blutkreislauf abgebaut. Ganz viel atmet ihr aus, nur ein kleiner Teil geht über Leber und Nieren. Und diese Substanz ist sehr, sehr schwer im Nachweis. Von daher habt ihr nur sehr, sehr wenig Zeit, um überhaupt wirklich sicher festzustellen, ob jemand was in euren Drink gekippt hat oder nicht. Von daher besteht unbedingt auf eine Blutprobe. Urinprobe bringt euch nicht weiter. Dort wird GBL minimalst angezeigt. Die Analyse ist sehr teuer. Besteht auf eine Blutprobe. Nur so könnt ihr euch als Opfer dann auch schützen. Weil ganz oft ist es leider so, dass Opfern nicht geglaubt wird. Dass es heißt, ah ja, die hat 3 Bier getrunken und jetzt erinnert sie sich nicht mehr und jetzt möchte sie sich da rauskriegen. Und das ist ein großer, 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 großer Fehler. Das darf nicht sein. Von daher, denkt an den Schutz für euch, für eure Lieben, verlangt unbedingt eine Blutprobe und gebt die dann in ein Fachlabor ab zum Analysieren. So viel zum Nachtrag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Es grüßt Dr. Schepper.